Hier ist Ihre Lokalzeit Südwestfalen. Einen schönen guten Abend und schön, dass Sie dabei sind. Vor dem Landgericht in Arnsberg muss sich seit heute eine Mutter aus Winterberg verantworten. Ihr Fall hat uns vor 3 Jahren geschockt. Sie brachte damals 2 ihrer Kinder in die Notaufnahme, beide abgemagert bis auf die Rippen. Ein 9 Monate altes Baby konnte gerettet werden, der 2-jährige Bruder aber starb, weil er ausgetrocknet war. Der Fall ist vor dem Amtsgericht in Medebach bereits ausführlich verhandelt worden, jetzt hat ihn aber das Landgericht übernommen. Ganz schwerer Fall. Gut, dass die Entscheidung, wie da zu urteilen ist, bei einem unabhängigen Gericht liegt. Das hier ist gerade typisches Stadtbild in Siegen. Baustelle reiht sich an Baustelle. Es wird ziemlich viel neu gemacht. Gas- und Wasserleitungen zum Beispiel. Das ist ja erstmal gut. Aber es hat auch heftige Folgen für alle, die auf Busse angewiesen sind. Denn diese Großbaustelle beispielsweise hier, die sorgt dafür, dass ein ganzer Stadtteil vom Nahverkehr abgeschnitten ist. Ja, da müssen sie alle durch. Heute vor 10 Jahren starb einer der bedeutendsten Tenöre aller Zeiten, Luciano Pavarotti. Bei ihm stimmte einfach alles, sagt die Konzertorganistin Claudia Hirschfeld aus Ense bei Werl. Und sie wollte ihre Anerkennung nicht nur bei bloßen Worten belassen. Sie hat das gemacht, was jemand macht, der mit Tönen umgehen kann. Sie hat ihm eine Hymne geschrieben, ein musikalisches Denkmal für den großen italienischen Opernsänger. Und der spanische Tenor Oscar Marin singt sie. Klingt extrem hitverdächtig. Wow. Die Konzernleitung von Dura hat die geplanten Kündigungen jetzt tatsächlich ausgesprochen. Betroffen sind 227 Mitarbeiter am Standort Plettenberg. Einen schweren Unfall hat es gestern im Kreis Soest an der Grenze zum Kreis Warendorf gegeben. In Liesborn-Göttingen stießen ein Traktor mit Anhänger und ein Motorrad zusammen. Viele Waldbauern halten das neue Landesnaturschutzgesetz in Teilen für verfassungswidrig und sie fühlen sich durch das Gesetz kontrolliert und bevormundet. Beim Waldbauerntag in Werl haben sie heute ein Gutachten vorgestellt und gefordert, dass das Gesetz noch mal überarbeitet wird. Die neue Landesregierung hat zugesagt, das Gutachten zu prüfen. Das Gesetz hatte noch die rot-grüne Landesregierung verabschiedet. Auf dem Gelände des Siegener Jung-Stilling-Krankenhauses hat es am Morgen gebrannt. Rund 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Ja, und einen ganz anderen Einsatz gab es für die Feuerwehr in Schalksmühle. Die hat diesem kleinen Fuchs hier nämlich das Leben gerettet. Der war 3,5 Meter tief gestürzt und zwar ausgerechnet in eine Güllegrube. Er drohte darin zu ertrinken und die Feuerwehrmänner konnten ihn dann retten mit einer Fangkette. Und jetzt darf ich Ihnen Pepper vorstellen, mit großen Augen. Pepper ist ein Roboter, der auf dem neuesten Stand der Technik ist. Er kann sprechen und sogar fühlen und er ist gerade auf besonderer Mission. Wissenschaftler der Uni Siegen wollen nämlich herausfinden, was er so alles kann und wo er eventuell mal zum Einsatz kommen kann. Bei seinem Besuch in einem ganz bestimmten Haus in Siegen-Weidenau war er erstmal sportlich gefragt. Und jetzt haben wir Zeit für ein Blind Date. Markus Kritschall war wieder unterwegs auf der Suche nach einer spontanen Verabredung. Und da hat es ihn und das Kamerateam diesmal in die Wälder verschlagen, in den Siegener Tiergarten. Markus hat sich nämlich gedacht, da treffe ich bestimmt jemanden, der Pilze sammelt oder joggt oder mit dem Hund rausgeht. Aber auch das gehört zu einem Blind Date. Es kommt immer anders, als man denkt. Total nett. Und hier hat nicht der Dauerregen die Farbe rausgewaschen aus den Blümchen. Nein, die sehen wirklich so aus. Gregor Hoffmann aus Bad Laswa hat sich auch gewundert. Er hat uns das Foto nämlich geschickt und er hat geschrieben, eigentlich seien die Blümchen bei ihm unter Blau abgespeichert. Aber es gibt sie auch in Weiß. Vielen Dank für das schöne Bild. Ein Hauch von Sommer haben wir da noch mal zu diesem eher bescheidenen Wetter. Aber da müssen wir jetzt durch. Vor recht kühl für September. Also morgen Sofa, abends Lokalzeit, perfekter Tag. Ich freue mich auf Sie. Tschüss.